Und du, o Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten. Und dann esst, wo immer ihr wollt. Aber nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Der Aufenthaltsort von Adam a.s. und seiner Gattin war das Paradies. Sie durften von all den unbeschreiblichen Früchten des Paradiesgartens kosten. Allah subhanahu wa ta'ala hatte nur eine Bedingung an seine Diener, nämlich, sich von diesem einen Baum fernzuhalten. Wie uns Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, hatten Adam a.s. und seine Gattin aufgrund der Einflüsterung des Shaitans vom verbotenen Baum gekostet. Sie hatten die Grenzen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesetzt hat, missachtet und übertreten. Es war eine Sünde, eine einzige Sünde, die schwerwiegende Folgen hatte. Die Folge war, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie vom Paradies auf die Erde verbannte. All die unvorstellbaren Früchte, Gegenstände und das sorgenfreie Leben, was sie im Paradies hatten, war von nun an nicht mehr ihre Realität. Diese Geschichte zeigt uns, dass die Sünden, die tagtäglich von einem Muslim begangen werden, Folgen haben können. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns, ebenso wie Adam alayhi salam, Geh- und Verbote auferlegt. Wenn wir seine Gebote nicht einhalten und die Verbote missachten und übertreten, ziehen wir den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala auf uns. Wir sündigen somit. Dies war genau bei Shaitan der Fall. Aufgrund seines Hochmuts war er Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam. Er hatte sich nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala es ihm befahl, vor Adam alayhi salam niedergeworfen. Er war rassistisch und hochmütig, da er sich besser sah als Adam alayhi salam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam alayhi salam aus Erde erschaffen. Iblis, der ein Djinn ist, aber aus rauchlosem Feuer. Aufgrund dieser Sünde verbannte Allah subhanahu wa ta'ala Iblis. Für Iblis war seine Sünde nicht gravierend. Es obliegt aber allein Allah, über die Schwere einer Sünde zu entscheiden. Wir Muslime sollten vielmehr ein Bewusstsein darüber haben, dass die Sünden Folgen nach sich ziehen können. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah schreibt in seinem Buch Krankheit und Heilung, dass Sünden Schäden in unserem Herzen verursachen. Der Schaden, den Sünden in unserem Herzen anrichten, ist vergleichbar mit Giften, die je nach Stärke im Körper Schaden verursachen. So sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn der Gläubige eine Sünde begeht, wird in seinem Herzen ein schwarzer Punkt markiert. Bereut und lässt er von ihr ab und bittet um Vergebung, wird sein Herz gereinigt. Begeht er weitere Sünden, wird der schwarze Punkt größer, bis er das gesamte Herz einhüllt. Einige Sünden, die der Diener Allahs begeht, haben abstoßende, schädigende und schwerwiegende Folgen. Folgen für das Herz und den Körper im Diesseits und im Jenseits. Einige dieser Folgen kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Andere Folgen lassen sich aber im Diesseits erkennen. Wenn ein Muslim im Handel nicht die Geh- und Verbote Allah subhanahu wa ta'alas einhält, begeht diese Person eine Sünde. In der heutigen Zeit ist das schnelle Geld sehr beliebt geworden. Dabei interessiert es einige Muslime nicht, ob sie dabei die Geh- und Verbote einhalten. Hinzu kommt, dass man sich nicht damit auseinandersetzt, ob und wie eine Ware islamrechtlich verkauft werden darf. Allah subhanahu wa ta'ala hat es für uns nämlich als verboten erklärt, Ware zu verkaufen, die wir nicht besitzen. Weiter hat uns Allah subhanahu wa ta'ala auch verboten, unser Geld nach dem Prinzip des Glücksspiels zu erwirtschaften. Auch wenn ein Muslim nicht sein Wort hält oder lügt, begeht er eine Sünde. Sollte ein Muslim seine Pflichtgebete nicht verrichten, begeht auch dieser eine Sünde. Dies sind lauter Sünden, die Folgen nach sich ziehen. Einer dieser Folgen wäre der Ausschluss von der Versorgung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dem Diener wird die Versorgung wegen einer Sünde entzogen, welche er begangen hat. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimullah sagte, dass die Gottesfurcht die Versorgung herbeiführen kann. Sollte sich der Muslim von der Gottesfurcht entfernen, so kann dies bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Grund dafür sein, ihm die Versorgung zu verringern. Und die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet nicht nur Geld, sondern auch unsere Krankheiten,
Atemzüge, Aussehen und sogar unsere Ehepartner und unser Wissen. Durch nichts kann Versorgung so herbeigeführt werden, wie durch das Unterlassen der Sünden. Hier sieht man deutlich, dass der Muslim durch das Begehen der Sünde seine Gottesfurcht verlieren kann, weil er sich an die Sünde gewöhnt oder es nicht als schlimm erachtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gläubige sieht seine Sünden so, als stünde er am Fuße eines Berges, der auf ihn zu fallen droht. Der offenkundige Sünder sieht seine Sünden wie eine Fliege, die auf seiner Nase sitzt und die er mit der Hand kurz wegweht. Hier erzählt uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass wenn der Muslim dauerhaft sündigt, seine Sünde nach einer gewissen Zeit für ihn klein erscheint. Für den Gläubigen aber sieht seine Sünde gewaltig aus. Eine weitere Folge der Sünde ist, dass die Stellung des Muslims gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sinkt. Wenn die Stellung des Dieners bei Allah subhanahu wa ta'ala sinkt, kann ihm niemand mehr Ehre erweisen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es selbst sagt. Und wen Allah der Schmach aussetzt, der hat niemanden, der ihm Ehre erweist. Es mag sein, dass ein Mensch andere Menschen verehrt, da sie von ihnen abhängig sind oder vor ihnen Angst haben. Aber so sind sie in ihren Herzen das Niedrigste und Schmachvollste überhaupt. Niemand kann dem Muslim Ehre erweisen, wenn er gesündigt hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der Ehrenvolle. Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Unabhängigkeit kann seine Verbindung im Diesseits gegenüber seinem Diener aufgrund der Sünde, die er begangen hat, unterbrechen. Eine Folge, die für das Dies und Jenseits nicht schwerwiegender sein kann. Wir würden unsere Dunya und Akhira verlieren. Und das nur wegen einer Sünde, subhanallah. Der Muslim, der davon betroffen ist, erreicht einen Zustand, wo ihm alles egal ist. Er sündigt immer mehr. Es fällt ihm schwerer denn je, eine Sünde zu unterlassen und sich von ihr zu trennen. Begeht er eine Sünde, wird es ihm leichter fallen, eine weitere Sünde zu begehen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran, was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden wir ihm den Weg zum Schweren leicht machen. Allah subhanahu wa ta'ala meint hier, dass die Strafe für Sünden weitere Sünden sein können. Er subhanahu wa ta'ala kann uns den Weg zum Schweren leicht machen. Wird eine Sünde begangen, entfernt man sich vom Wohlgefallen Allahs. Dadurch kann die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala unterbrochen werden. Sobald die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala unterbrochen ist, fühlt sich der Muslim bedrückt und sogar die Erde bei all ihrer Weite wird ihm zu eng. Er fühlt sich wie ein Buch, das unbeachtet im Regal verstaubt oder zum Leben erwacht, wenn jemand es aufschlägt und liest. Für den Sünder bedeutet das praktisch, dass wenn er sündigt, sich bedrückt und nicht zufrieden fühlt. Sobald es dann zur Gewohnheit geworden ist, gewöhnt er sich daran und denkt, dass dies in Ordnung sei. Er betrachtet seinen sündhaften Zustand als normal. Unterlässt er die Sünde für einen Augenblick und kehrt zu den Geh- und Verboten Allahs zurück, so fühlt er sich dennoch bedrückt, seine Brust verengt und er ist erschöpft, bis er die Sünde wieder vollzieht. Er ist süchtig nach der Sünde. Er verspürt nicht einmal Freude oder Genuss, wenn er diese Sünde begeht. Wenn dieser Zustand erreicht worden ist, kann uns niemand mehr helfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der Reue annehmende, der Allvergebende. Das waren einige von vielen Folgen, die aufgrund begangener Sünden im Diesseits auftreten können. In einem Hadith berichtet uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie es mit der Strafe für Sünden im Jenseits aussehen könnte. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, letzte Nacht kamen zwei Personen zu mir, die zu mir geschickt wurden und sagten, los, woraufhin ich mit ihnen ging. Wir kamen an einem Mann vorbei, der lag und neben dem ein anderer Mann mit einem großen Stein in der Hand stand. Plötzlich warf er den Stein auf den Kopf des Liegenden und zerschmetterte seinen Kopf. Daraufhin rollte der Stein weg und der Stehende lief dem Stein hinterher, um ihn zu holen, kehrte jedoch erst wieder zurück, als der Kopf wieder so wurde wie vor der Verletzung. Dann schmetterte er den Stein ein weiteres Mal auf seinen Kopf wie beim ersten Mal. Ich fragte sie, Subhanallah, was ist das? Sie sagten,
los, los! Und wir gingen weiter. Wir kamen an einem Mann vorbei, der auf seinem Rücken lag. Ein anderer stand mit einer Zange aus Stahl bei ihm und zog auf der einen Seite die Wange, das Augenlid und die Nasenflügel nach hinten. Dann begab er sich auf die andere Seite und tat dasselbe. Als er damit fertig war, verwandelte sich die andere Seite in ihre ursprüngliche Form zurück. Dann fing er wieder von vorne an. Ich fragte, Subhanallah, was ist mit den beiden? Sie sagten, los, los, wir gingen weiter. Wir kamen an einer Art Ofen vorbei, in dem Laute und Schreie zu hören waren. Wir schauten hinein. Er war voller Männer und Frauen, die nackt waren und unter denen ein Feuer brannte und jedes Mal, wenn es aufloderte, schrien sie schrecklich. Ich fragte, Subhanallah, was sind das für Leute? Sie antworteten, los, los. Wir gingen weiter, bis wir an einen Fluss kamen, der blutrot war. Darin schwamm ein Mann. Am Ufer des Flusses stand ein Mann, der viele Steine zusammengesammelt hatte. Der Mann schwamm und schwamm. Dann kam er zu dem Mann mit den Steinen, öffnete seinen Mund und dieser warf die Steine in seinen Mund. Dann schwamm er weiter und kam zum Mann zurück, der ihm wieder von vorne Steine in den Mund warf. Ich fragte, was ist mit denen? Sie sagten, los, los, und wir gingen weiter. Bis wir zu einem Mann kamen, der ein sehr hässliches Aussehen hatte. Bei ihm brannte ein Feuer, in das er Brennholz warf und um das er herumging. Ich fragte sie, was ist das? Sie sagten, los, los, und wir gingen weiter. Bis wir zu einem Garten gelangten, der voller Farben war. Im Garten war ein sehr großer Mann, dessen Kopf in den Himmel ragte und kaum zu sehen war. Um ihn waren unzählige kleine Kinder. Ich fragte, was ist das? Wer sind diese Kinder? Sie sagten, los, los. Bis wir zu einem gewaltigen Garten gelangten. Sie sagten zu mir, steig hinauf. Ich stieg hinauf und wir wurden hinauf befördert. Bis wir in eine Stadt gelangten, die aus Gold und Silber gebaut war. Als wir am Tor der Stadt standen, baten wir um Einlass, der uns gewährt wurde. Als wir hineingingen, sahen wir Männer, deren eine Hälfte wunderschön war. Ihre andere Hälfte war jedoch unbeschreiblich hässlich. Ihnen wurde gesagt, geht und springt in diesen Fluss dort. Es gab einen Fluss, dessen Wasser unglaublich rein war. Sie gingen und sprangen hinein und kamen ohne Hässlichkeit wieder hinaus. Sie waren vollkommen schön. Meine Begleiter sagten zu mir, das ist Jannatul Adn und dort ist deine Wohnstätte. Ich blickte hinauf und sah ein weißes Schloss. Sie sagten, das ist deine Wohnstätte. Ich sagte zu ihnen, möge Allah euch segnen. Lasst mich hineingehen. Sie sagten, jetzt nicht, aber du wirst hineingehen. Ich fragte sie, ich habe heute Eigenartiges gesehen. Was ist das, was ich gesehen habe? Sie sagten, wir werden es dir berichten. Der Mann zu Beginn, dessen Kopf mit dem großen Stein niedergeschmettert wurde, ist der, der den Koran lernt und ablehnt und die Pflichtgebete verschläft. Der Mann, dessen Wange, Augenlid und Nasenflügel nach hinten gezogen wurden, ist der, der lügt und dessen Lüge bis in die Weite reicht. Die nackten Männer und Frauen sind die Unzuchtbegehenden. Der Mann, der im Fluss schwamm und Steine in den Mund hineingeworfen bekam, ist der, der Zinsen nimmt. Der Hässliche, der um das Feuer ging, ist Malik, der Wächter der Hölle. Der große Mann im Garten ist Ibrahim und die Kinder um ihn sind die Kinder, die mit der Fitra gestorben sind. Die Leute, die halb schön und halb hässlich sind, sind diejenigen, die Gutes und Schlechtes getan haben und denen Allah vergeben hat. In diesem Hadith wird uns aufgezeigt, was für gewaltige Strafen es in der Hölle gibt. Auch wird uns aufgezeigt, wie wir diese Strafe reduzieren. Denn es ist klar, dass wir sündigen werden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Sohn Adams ist sündhaft. Der Beste von ihnen ist der, der Tauber macht. Wir müssen also Tauber machen, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns vergibt. Islamrechtlich bedeutet Tauber, dass ein Muslim, der sich in einem sündhaften Zustand befindet, zurück zum rechtschaffenen Weg zurückkehrt. Wenn es sich um eine Sünde zwischen einem Diener und Allah subhanahu wa ta'ala handelt,
hat die Tauba drei Bedingungen. Zum einen muss man die Sünde sofort unterlassen. Des Weiteren muss man die Sünde aufrichtig bereuen und sich selbst eingestehen, dass die Sünde, die man begangen hat, ein Fehler ist. Letztlich darf man die Sünde nicht mehr begehen. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allvergebene, gibt uns jederzeit und an jedem Ort die Gelegenheit, uns ihm subhanahu wa ta'ala reuevoll zuzuwenden. Egal was und wie oft wir es getan haben. Allah subhanahu wa ta'ala ist wahrlich der Vergebende, der Reueannehmende, der Gütige, der Verzeihende, der Barmherzige, der Allerbarmer und der Allvergebende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer wieder zurück auf den rechtschaffenen Weg führen. Wie Adam alayhi salam und unsere Taube akzeptieren und unser Herz vor den Folgen der Sünden reinhalten. Allahumma amin.